für den Veranstalter der attraktivste Wettbewerb möglichst am Samstagnachmittag stattfindet. Und das ist natürlich auf französischer Sicht die Herrenentscheidung mit Brian Joubert und, sagen wir mal, Stefan Lambiel hat auch seine Fans hier ganz in der Nähe. Also da wird sicherlich voll und da wird es laut. Nun, die Türkin Tukpa Karadimir. 17. Nach dem Kurzblick wieder. Musik ist von Mario Leblanc. Das war sicherlich das Beste, was wir von Tukpa Karadimir bei Europameisterschaften jemals gesehen haben. Auch Weltmeisterschaften schließe ich da mit ein. Das war ihre stärkste Leistung nach einer langen, langen Anlaufzeit und einer durchaus ungewöhnlichen Geschichte. Das nötigt einem viel, viel Respekt ab. Ja, und die junge Türkin hoffte noch auf einen Startplatz in Turin bei der Qualifikation
im Oktober in Wien hat sie es nicht ganz geschafft. Sie ist zweite Nachrückerin. Also wenn zwei Länder, zwei Nationen ihre Sportler zurückziehen, dann ist sie dabei. Also kann möglicherweise eine Tüte der Türkin ein Geschenk machen. Also darauf wollen wir nicht hoffen, aber es wäre möglich, ja. So ist das. Aber wirklich, ich muss mich anschließen, deinem Kompliment, das ist wirklich Riesenleistung, was die 20-Jährige aus Ankara hier verbracht hat. Nadège, t'es premier championnat d'Europe, tu pars le programme sur une fausse note et puis tu te rattrapes. Comment tu as fait psychologiquement pour faire ça? Ja, sie hatten keinen guten Start, Nadège, aber danach ist es ganz gut geworden. Ja, ich muss sagen, ich habe dann versucht, mich einfach zu konzentrieren nach dem ersten Sturz. Alles ist ja immerhin möglich und man muss dann Schritt für Schritt einfach nach vorne gehen und nicht darüber nachdenken, was passiert ist. Das habe ich versucht. Nicht so leicht, immer alles so schnell zu übersetzen. Das stimmt. Ich bin erstaunt über deine Französischkenntnisse. Alle Achtung. Merci. De rien. Henri. Henri, genau. Also, ja. Siegfried auf Französisch übersetzen ist schwierig, oder? Das ist sehr schwierig. Serge? Serge, ja. Serge. Okay. Serge. Gefällt mir. Gut. Serge. Tupac Harari, die Geschichte, vielleicht auf die Schnelle, sei sie noch einmal kurz aufgezeichnet. Sie ist mit ihrer Mama, einer sehr, sehr wohldotierten Atomphysikerin, nach Kanada gegangen, die ihren Job in der Türkei, ihren Superjob aufgegeben hat, um der Tochter das Vergnügen zu gönnen, als Kunstläuferin zu werden. Das war sicher ein großes Opfer. Aber ich denke, heute hat Tupac gerade mir ihrer Mama ein großes Geschenk gemacht. Ja, ich denke auch viel zurückgezahlt an dem Aufwand, dass die ganze Familie sicherlich da gebracht hat, geleistet hat. Oh, das ist ein Wahnsinnsresultat. Die geht in Führung, lässt die Europameisterin Julia Sebastian hinter sich. Unglaublich. Toll, tolle Geschichte. Ja, eindeutig. Es war auch eine großartige Vorstellung. Mit 16 Jahren war sie ja schon bei den Europameisterschaften dabei, 2002, 27, die 27, die 23, die 19. Und heute sowas wie ein kleiner Durchbruch. Ja, denke ich auch. Auf jeden Fall kann man das so nennen.